Hey Chummers, es geht weiter am 1.6.2060. Die drei von der Tankstelle befinden sich noch immer bei Gauss und haben gerade rausgefunden, dass es sich bei Maro Buhangin um den lieben Henschel handelt. Und die rote Hand war, so wie es aussieht, ja, keine falsche Fährte. Auch wenn die Jungs ziemlich viele Fragen haben, so muss Gauss ihnen soweit sagen, dass sie das meiste jedoch erst am 3.6., also in 2 Tagen, beim Meeting erfahren werden. Gewisse Kleinigkeiten kann er ihnen doch im Vornherein verraten. Bei Maro Buhangin bzw. Henschel handelt es sich um einen alten Bekannten bzw. einen gewissen Gefährten, könnte man fast schon sagen, von Gauss und einigen anderen. Er ist unglaublich gefährlich und wurde bislang, ja, für vermisst oder tot gehalten. Er ist ziemlich eindeutig verantwortlich für den Tod von Parallax und Gauss wusste im Vornherein des dritten Auftrags nicht, dass es sich beim Auftraggeber um den besagten Henschel handelt. Er ist ziemlich eindeutig der Big Boss der Roten Hand. Jedoch sind die Ziele und Hintergründe des Ganzen, was er sich damit verspricht und was er mit der ganzen Gruppierung erreichen will, nicht bekannt. Des Weiteren ist er wohl ziemlich klar für das Verschwinden von Pinnys Schwester verantwortlich. In dem Zusammenhang zeigt Gauss den Jungs auch ein Foto, das geschossen wurde. Sieht ziemlich wie ein, ja, man könnte sagen, ein Beschattungsfoto aus, zwischen Leuten hindurchgeschossen von der besagten Prophetin, von der man hier und da schon mal was gehört hat und, ja, die zur Roten Hand gehört. Dabei handelt es sich nämlich um Pinnys Schwester. Gauss betont nochmal, dass das Treffen am 3.6. unbedingt wahrgenommen werden muss, da dort die meisten Details des anstehenden, ja, im Endeffekt Angriffs auf das Hauptquartier der Roten Hand geklärt werden. Und dieses wird am, wie gesagt schon, 3.6. und um genau 10 Uhr stattfinden. Er weiß auch, dass die Jungs, beziehungsweise er weiß, dass Lasko sich mit Cornelius treffen will und, ja, sagt ihm in freundlichem Ton, dass er das doch bitte unbedingt wahrnehmen soll. Die Jungs sollen sich ausruhen, er soll das Treffen wahrnehmen und sie sollen im Endeffekt wieder zu Kräften kommen und ihre Hörner soweit ordnen. Auf Pinnys Anfrage, was Sojus angeht, sagt Gauss, dass dieser auch selbstverständlich am 3. dabei sein wird. Er sagt den Jungs auch nochmal ganz klar, dass sie erstmal den Ball flach halten sollen, um keine weitere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Im Endeffekt hat man es hier mit einem sehr mächtigen und sehr starken Gegner zu tun. Es stellt sich auch heraus, dass Sanchez Henschel gehört und dass das Lager aus dem ersten Auftrag auch von Sanchez aufgekauft wurde, was Gauss jedoch zu dem Zeitpunkt nicht wusste und erst 2 Tage später recht erfahren hat. Beziehungsweise halt nachgeprüft dementsprechend auch erfahren hat. Das Buch aus dem Labor und der Brief über die Laster und die Prophetin wurden soweit an Gauss weitergegeben und er wird sich mit diesen auseinandersetzen und prüfen, was es damit auf sich hat. Und so verabschieden sich die Jungs auch dann von Gauss und machen sich auf den Heimweg, auf dem Domme nach vorheriger Absprache mit Cornelius diese dann auch in die Abtei einlädt mitzukommen. Doch bevor sie sich dorthin aufmachen, möchte Pinny erstmal Big Murray besuchen und es wird ein bisschen nachgeforscht, was denn so bei der Roten Hand abgeht. Und es wird auch sehr schnell klar, dass da auch so einige recht hohe Tiere bei sind, was in einer gewissen Art und Weise schon seit der zweiten Quest, seit dem zweiten Auftrag mehr oder weniger offensichtlich war. Und hier steigen wir dann auch wieder ein. Wie gesagt, Pinny ist auf dem Weg zu Big Murray, die anderen Jungs ruhen sich aus, halten den Ball flach, lesen hier und da mal was nach. Weiter geht's. Stichwort Sojas. Im Wiki steht, Bradstone verwendet oft weibliche Personal- und Possessivpronomina, rudert aber immer zurück, wenn Pinny ihn darauf festnageln will. Er betont auch gern Sojas androgynes Erscheinungsbild. Kommentar dazu, das einzig wirklich Störende an Bradstone ist die ständige Dementierung, dass sie weiblich sei, obwohl er das schon längst verraten hat. Denn trotz des androgynen Erscheinungsbilds waren die Gesichtskonturen des Bildes beim ersten Treffen eindeutig weiblich. Nein, das ist falsch. Ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, Sojas ist keine Frau. Ah ja. Pinny, gerade du solltest über Genderfluidität bestens Bescheid wissen. Meinst du mich oder Brötchen? Dich meine ich. Ah, ja, ich weiß darüber Bescheid. Ja, aber trotzdem hinterfragst du es wieder.
Trotzdem sagst du, die sieht aus wie ein Mädchen und der benutzt weibliches Pronomen. Nur weil ich darüber Bescheid weiß, heißt es nicht, dass ich es irgendwie unterstütze oder vertrete. Ja. Das ist doch auch so schon so ein Running Gag. Fast schon, ja. Naja, weitermachen wir. Machen wir weiter. Ja. So, du kommst bei Big M an. Ist offen? Ja, ist offen. Ja, ich komme rein und setz mich an die Theke. Hi. Ist viel los? Okay? Ja, wir haben es geschafft. Ich lebe noch. Ich merk's. Ich freue mich und darüber. Ich bin ein bisschen fahrig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es gibt Neuigkeiten. Ich hole mein PDL raus und zeige dir das Foto. Oh. Ja, oh. Und jetzt, wir treffen uns übermorgen mit einer größeren Gruppe und da erfahre ich hoffentlich mehr, aber das ist, gib mir was zu trinken, bitte. Kein was Problem. Was Starkes. Sie gibt dir was Starkes. Es riecht nach Terpentin, es ist aber kein Terpentin. Nehm ich. Also das ist eine Entwicklung, mit der ich jetzt so nicht gerechnet hätte und scheiß die Wand an. Das glaube ich dir. Nicht, dass du dich morgen wunderst, ich werde auch da sein. Gauss hat mich gerade angerufen. Ich wusste gar nicht, dass du Gauss kennst. Dum, dum, dum. Du weißt es. Echt? Ich weiß es? Woher weiß Natürlich, ich das? Natürlich, weil es ein Foto in seinem Kellergebiet gibt, wo er... Stimmt. Da war das Foto mit... Big M und... Das war eine Sache. Du hast recht. Ja, du hast recht. Da war irgendwie irgendjemand drauf war. Weißt du denn was Konkretes über die Gesamtsituation, außer das, was ich dir erzählt habe? Nicht wirklich. Ich soll einfach morgen vorbeikommen. Frühmorgens und es gibt ein wichtiges Meeting. Das wär's. Okay, aber schön, dich an Bord zu wissen, Mary. Kein Problem. Boah, ich sehe es schon voraus, irgendwie ist das übelste Badass, die einfach mal übermorgen durch alles durchmetzelt. Big so, M Ex Machina. So, aber ich habe jetzt die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich dachte nur, ich halte dich auf dem neuesten Stand und ich gehe jetzt nach Hause und hau mich weg. Ja, schlaf gut, ruh dich aus. Dann sehen wir uns spätestens auf dem Meeting. Ja, yep, bis dann. Bis dann. Und ich mache mich auf den Weg nach Hause und check nochmal E-Mails und so weiter und mache mich dann lang. Habe ich E-Mails? Außer Penis und Brustvergrößerung? Nee, also keine von mir geplanten insofern. Okay, gut. Ja, dann 2.6. Ich denke mal, ihr trefft euch dann alle am Bahnhof. Treffen uns am Bahnhof. Morgens. Genau. Es ist... Ich rufe Derek um 7 Uhr morgens an, um ihn zu wecken. Okay. Und ja, mach mich fertig, gehen zum Bahnhof. Dun, dun. Din 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 din. Aufwachen, Derek. Wir gehen, Bahnhof in 2 Stunden. Bist du fit? Ja. Gut, nicht wieder einschlafen. Heute geht die Schule los. Stell dir nochmal einen Wecker. Ich rufe eine halbe Stunde nochmal an. Okay. Alles klar, tschüss. Ich rufe Derek um 7:30 an, um ihn sicher zu gehen. Ich rufe Derek um 7:30 an, um sicher zu gehen. Ja, hallo. Bist du wach? Ja, ich gehe duschen. Okay, gut. Um 9 treffen wir uns. Braucht 10 Minuten. 10 Minuten brauche ich zum Bahnhof. 10 Minuten, Mama. 10 Minuten. Treffen wir uns in der Bahnhof. Du bist am Start? Ja. Gut. Okay. Ich schreibe direkt um 8 Uhr eine Nachricht und frage, ob er wach ist. Okay. Ich schreibe zurück, dass ich duschen war und bereit stehe.
Gut. Und du hast beim Duschen an ihn gedacht. Ich gehe übrigens danach duschen und mach mich mal fertig. Ja. Plot Twist, Noah verschläft. Ich schreibe ihm eine Nachricht zurück, dem Guten, und frage, ob ich irgendwas an Waffen mitnehmen soll oder so. War das eine Frage? Denn nichts Großes, sag ich mal. Also, wir sind halt immer noch. Ich denke, wir sind immer noch nicht sicher. Sind wir, glaube ich, im Moment nie. Aber ja, also nichts Großes, was auffällig ist. Ja, also okay. Ich mache mich auch fertig, dusche mich, nehme eine Beretta mit und ziehe meine Handschuhe an und pack meinen Schlagstock ein, aber halt sonst leger in meinem Mantel und mache mich auf den Weg zum Bahnhof, dass ich zeitig da bin. Okay. Ja, ich mache entsprechend, ich gehe duschen, mache mich ausgefertigt, normale Kleidung, pack Häkel und Jäckel und meinen Teleskopstab ein und mache mich ebenfalls auf den Weg. Okay. So, ihr trefft euch alle am Bahnhof. Es ist ein ziemlich kühler Tag, ein leichter Nebel liegt in der Luft. Ihr fröstelt so ein kleines bisschen. Das war jetzt eigentlich nicht wirklich zu erwarten. Und ja, ihr steigt in die nächstbeste Bahn ein. Die Richtung fährt, wo wir hinwollen. Genau, die in die Nähe des Örtchens fährt. Dommel leitet euch da quasi hin. Nach einer Weile kommt ihr an. Es ist eine sehr ruhige Ecke. Also ich sag mal, Penny und Ben, ihr beide seid sehr darüber überrascht, dass es überhaupt noch sowas gibt. Es hat was sehr Ländliches, ja, so ein Dorf-Feeling fast schon. Dommel geleitet euch durch das Örtchen, wo schon die ersten paar Leute so ein bisschen rumhuschen, Bäcker arbeitet und so weiter. Ihr fühlt euch so ein bisschen in eine andere Zeit versetzt, fast schon. Scheiße, Alter, hier will ich nicht tot über den Zaun hängen. Er geleitet durch das Dorf und über die Wiesen. Nach einer Weile seht ihr auf einem Hügel die Abtei, auf die ihr zutrabt. Ich werde ganz nostalgisch. Ich erinnere mich an die ersten 10 Minuten Plüschgranate, als ich noch da war. Damit hat's alles angefangen. Das war der Anfang von Plüschgranate, war die Abtei. Ist ja ziemlich provinziell hier. Ja, das ist ein unbescholtenes Fleckchen, könnte man so sagen. Es ist ein altes Steingebäude mit einer, ja, quasi. Ihr habt die Front und von der aus gehen nach links und rechts eine alte Mauer um. Das Gelände scheint relativ groß zu sein. Nicht unbedingt in der Breite, aber in der Länge. Aber was ihr auf jeden Fall auch bemerkt, ist, dass es, auch wenn es ruhig und friedlich aussieht, dennoch sehr gut gesichert ist. Also man sieht Kameras, und zwar nicht gerade die günstigsten. Darüber hinaus sieht man auch oben auf der Mauer, nicht unbedingt ein Stacheldraht, aber ich sag mal, kleine Metallspikes. Damit die oben scheiß Tauben nicht überall hinkacken. Genau, gegen die Tauben. Und ja. Was macht ihr, Daumen? Ja, gehe zum Hauptportal und klingele dort. Wie gewohnt, gehst du an die Konsole, drückst ein paar Tasten, der Bildschirm geht an, guckt einer deiner Abteibrüder entgegen, grinst breit. Ich auch. Und öffnet die Tür. Kommt rein, Leute. Ja, wir gehen rein und als erstes auf die Suche und schaue, ob ich Pat finde. Ich schaue mich die ganze Zeit um und schaue, ob ich irgendwas Verdächtiges oder so sehe. Ich versuche nicht ganz so auffällig zu starren wie Ben, behalt meine Umgebung aber auch. Hey, die sehen hier alle aus wie in der Sekte.
Habt ihr ja auch so ein Medium? Plot-Twist, die Abtei ist die rote Hand. Oh Gott. In der Nähe... Ihr seid die braune Faust. Vom Cornelius ist Bohangin. Die braune Faust. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, die Implikationen. Was hast du jetzt die wieder... rote Faust! Hallo? Oh mein Gott. Was ihr gleich wieder für Sachen gibt's, denkt, ja? Gibt's Gründe dafür, dass die Faust braun ist? Gibt's Gründe dafür, warum die Hand rot ist, so ekel? Das ist dann der dreckige One-Liner, den ich irgendwann bringen muss. Rote Hand, hier ist meine rote Faust. Baum. Oh Gott. In der Nähe vom Eingang befindet sich der Innenhof, wo gerade eine Gruppe von, sag mal, 9 jungen Erwachsenen trainiert. Alle gleichzeitig, halt so. Domme, du weißt, dass es Krav Maga ist, die anderen beiden sehen einfach nur, dass es halt irgendein Kampfstil ist. Mhm. Ihr geht da dran vorbei. Aus einer der Türen gegenüber kommt dir schon Pat entgegen und nimmt dich in seine kräftigen Arme. Bruder! Bruder! Nee, so redet er nicht. Alter! Nein. Ich wusste, dass es kam. Ja, ich drücke ihn ganz heftig und freue mich und habe, glaube ich, auch ein bisschen Tränen in den Augen. Oh, ja. Wie geht's dir? Wie geht es dir? Erkläre ich dir später. Es ist viel passiert. Ist hier alles in Ordnung? Es ist kompliziert. Wie ist es hier gelaufen, die letzten Monate, seit ich weg bin? Soweit recht ruhig. Mit der Ausnahme von... der Reise von Cornelius war eigentlich alles wie gewohnt. Das ist gut zu hören. Keine besonderen Vorfälle. Das sind 2 gute Freunde von mir. Das sind Noah und Derek. Der eine mit der Weinflasche im Mantel ist Derek. Ich freue mich nur, sie zu sehen. Derek, Noah... Die Weinflasche oder ihn? Ist das eine Weinflasche oder freust du dich, mich nur zu sehen? Derek, Noah, das ist Pat quasi... Das ist das... was einem Bruder in meinem Leben am nächsten kommt. Ihr seht euch gar nicht so ähnlich. Deswegen sage ich, am nächsten kommt. Wir sind nicht miteinander verwandt. Das weiß ich. Gut. Ach so, das war der Witz. Da war er wieder, der Joke. Haha, voll lustig. Ja, wo ist Cornelius? Der ist in seinem Büro. Alles klar. Geh einfach durch. Ja, dann sehen wir uns später. Schon auf euch. Und ja, dann machen wir uns auf den Weg zum Büro. Können wir mitkommen? Ja, wenn du willst, kannst du jetzt den Weg beschreiben. Bitte? Wenn du willst, kannst du den Weg beschreiben. Das ist deine Abtei. Ja, also wir gehen durch die Tür rein, durch die Pat rausgekommen ist. Zu unserer Linken finden wir den Gang, der zur Bibliothek geht, an der wir allerdings behende vorbeigehen, eine Wendeltreppe hinauflaufen, die in einen Turm führt. Und ganz oben ist dann eine Tür, die in Cornelius Büro führt. Ich hoffe, ich habe in der ersten Folge nichts darüber gesagt, wie die Abtei aussieht, dass ich jetzt nicht irgendwie für Widersprüche gesorgt habe. Ja, wir machen es wie Marvel und Redcon das einfach. Ja, das wird kein Redcon. Es gab starke Umbauarbeiten. Genau, so. In 3 Jahren kommt dann, weißt du noch, damals, als die Abtei umgebaut wurde? Das waren Zeiten. Ja, ich klopfe an der Tür. Mhm. Herein. Ich öffne die Tür. Hello. It's me. Vater. Ich bin wieder da. Ich nehme ihn auch, also ich gehe auch zu ihm rüber und drücke ihn. Und er sitzt vor einer großen Computerkonsole, dreht sich im Stuhl um. Hat er eine Katze auf dem Schoß? Hat er eine Katze auf dem Schoß? Nein. Er sieht merklich älter aus. Mehr graue Haare, das Gesicht ist ein kleines bisschen eingefallen. Also quasi merklich älter im Vergleich zu vor einem halben Jahr, als ich es jetzt mal da war. Ja. Dementoren! Vater, was ist mit hier passiert? Japan. Es war anstrengender als erwartet. Ja, das kenne ich. Ich glaube, du hast mir viel zu erzählen. Das sind Derek und Noah, 2 sehr gute Freunde, mit denen ich sehr viel durchgemacht habe im letzten halben Jahr. Hallo. Ich drücke ihm eine Karte in die Hand. Von meiner Detektei. Er nimmt sie
entgegen und legt sie auf den Schreibtisch. Hallo. Und schiebt sie vorsichtig weit weg von sich. Wie ich gehört habe, habt ihr den Kleinen ganz gut unterstützt. Man tut, was man kann. Er ist der Sohn, den wir nie hatten. ja. Danke. Kleiner Spaß. Derek, du bist der dauernd betrunkene Vater, den ich nie wollte. Weswegen ich dich hergerufen habe. Ja. Ich sag's mal so, das meiste wird euch morgen gesagt. Ich werde morgen auch da sein. Deswegen will ich da nichts vorwegnehmen. Ich habe aber etwas für dich, was die anderen nicht unbedingt mithören müssen. Okay. Also mit den anderen meine ich halt das Meeting morgen. Okay. Wenn du willst, dass deine Kollegen hören, was ich für dich habe, dann klar, lass sie hier ansonsten. Ja, es gibt nichts, was ich vor den beiden verheimliche oder was sie nicht wissen sollten, was ich weiß und so. Okay. Er zieht eine Schublade auf und holt ein abgewetztes Diktiergerät raus. Mhm. Das noch mit Kassette funktioniert. Es ist eine Kassette drin. Mhm. Er reicht dir den Rekorder. Mhm. Und ja, du nimmst ihn in die Hand, drückst auf Play und jetzt darfst du die Datei öffnen. Aber die anderen dann ja auch, ne? Die anderen auch, ja. Da sie mit dabei sind, dürfen alle jetzt die Datei Domme im Plüschgranate-Ordner öffnen. Okay, dann höre ich es mir mal an. Hello, son. I don't know what to say. I guess I should start with that I'm very sorry. I'm sorry what I have done to you. What we have done to you. But there was no other way. We had no other choice. This was the only thing we could do so you would survive. Looking back, I just feel disgust and so much pain and hatred and suffering because of what we have done. If you hear this, you know very well what happened. I just hope that you had the best life he could give you. I wish we could have done something for you. You got to understand, it was a matter of life and death. We had to suffer for our sins, but I didn't want you to be part of it. Yes, the sins of the father are the sins of the son. That's what they say. But I don't believe in this. This is not how the world should work. This is not what you deserve. You are a wee lad. You didn't know. You couldn't know. You had nothing to do with this. So yeah, we will meet them, and we will probably die. But we are prepared, and we know, and we hope that you will have an amazing life, and that you will be loved. And even though there are times where you feel lonely, where you are sad and you wonder where you come from and who your parents were, we are always there with you. Even though you cannot hear us, see us or touch us, we are always there next to you, looking out for you.
We will always love you, my son. Always will. Goodbye. Ich verdrück mir ein paar Tränen. Was ist mit meinen Eltern passiert? Was ist geschehen? Was? Deine Eltern gehörten zu einer Gruppierung, zu der Gauss, und ich gehörten. Parallax auch. Und noch ein paar andere. Was mit deinen Eltern passiert ist, weiß ich leider nicht. Es gab einen Zeitpunkt, zu dem wir uns alle trennen mussten, aus der Gefahr hinweg getötet oder verfolgt zu werden. Wir haben vor einigen Jahren, kurz bevor du, eigentlich ungefähr zu der Zeit, der du zu mir gebracht wurdest, den Kontakt mit ihnen verloren. Ein guter Freund, Yamamoto aus Japan, der auch zu unserer Gruppierung gehörte, hat mir jetzt letztens, als ich dort war, diese Kassette übergeben, die er selbst erst vor eine Woche ungefähr vorher zugeschickt bekommen hat. Woher hat er die Kassette? Es scheint eine automatische Sendung gewesen zu sein, so nach dem Motto, das wurde irgendwann mal aufgegeben, dass zu dem und dem Zeitpunkt an die Person geliefert werden soll. Wir gehen verständlicherweise davon aus, dass deine Eltern das, oder wenigstens dein Vater, das herausgegeben hat. Also kann es sein, dass sie noch leben? Ich hoffe es, ganz ehrlich. Danke. Oh. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist okay. Mach dir da keinen Kopf drüber. Ja. Ja, sorry, Leute. Entschuldige dich nicht für Emotionen, ja. Hartmann. Was ist jetzt zu tun? Wie geht's weiter? Morgen werden wir uns alle bei Gauss treffen. Ja. Ja, ich habe die anderen beiden mitgebracht. Aus dem einfachen Grund, dass wir hier vermutlich sicherer sind, als wenn wir in Mannheim bleiben. Ja, also, dass wir hier bleiben. Wenn ihr wollt, selbstverständlich, wir können gerne morgen alle zusammenfahren. Ja, das hielt ich für die sicherere Methode, als da für den Tag auf dem Präsentierteller zu bleiben. Uff. Gut. Was nun? Brauchst du was, Lasko? Können wir was für dich tun? Nee, es ist schon in Ordnung. Ich bin froh, heute hier zu sein und was über meine Eltern erfahren zu haben. Und ja. An sich gesehen, alle Türen stehen euch offen. Wir haben eine Bibliothek. Wir haben eine Werkstatt. Wir haben ein Computerlabor. Wir haben den Innenhof, wo eigentlich noch trainiert wird. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch da mitmachen. Euch sind alle Möglichkeiten offen. Danke, danke. Ich bin wirklich froh. Und hoffe, dass heute quasi noch mal ein bisschen Ruhe vor dem Sturm ist. Denn ich habe Angst vor morgen. Ich glaube, viele von uns haben wenigstens ein bisschen Angst vor dem, was in den nächsten Tagen passieren wird. Ja. Ja, ich werde heute für alle kochen, der guten alten Zeit willen. Das freut uns. Das wird auf jeden Fall auch die Jüngeren freuen, dich endlich da wiederzusehen. Ja, mich auch, mich auch.
Und damit gehe ich auch und ja. Treffe mich mit Pat und ja, erzähl ihm halt, was passiert ist und warum ich wieder da bin und warum ich weg war und überhaupt. Hört ihr begeistert zu und reagiert dementsprechend recht emotional auf die einzelnen Höhepunkte und Tiefpunkte deiner Geschichten. Ja, als ich den Hund getreten habe. Und dann habe ich den Hund Ja, getreten. als du den, also ihm sagst, dass du den Hund getreten hast, schlägt er nur die Hände über dem Kopf zusammen. Ja, ich weiß, das wird mich für immer verfolgen. Oh ja. Und ja, dann gehe ich in die Küche und beginne für alle quasi, für die ganze Hut, für das ganze, für die ganze Abtei, das Essen vorzubereiten. Ich schaue den Kids beim Training zu. Okay. Und jetzt muss ich mal kurz offplay. Also mein Vater, ist mein Vater irgendwie das Brainchild von Liam Neeson und Arnold Schwarzenegger? Ja, also es ist halt wirklich so, es ist so Arnold Schwarzenegger meets an Irishman. Ja. Ich habe eigentlich mein Bestes getan, um so einen richtig schön dreckigen irischen Also man Akzent hat auf jeden Fall hinzukriegen. gehört, dass es irisch sein soll, aber zwischendurch ist halt so dieses Ja, Austrian drin, leider. aber es war eigentlich sehr schön. Es war sehr schön. Ich Ich habe so hatte. gut wie möglich versucht, die Stimmen, die ich bei Witcher 3 gehört habe, zu kopieren, Ja, deswegen. ich hatte ein bisschen Schlimmeres. Nächstes Mal Oh. brauchen wir einen echten Iren. Einen Erst wissen irischen Iren. Österreicher, jetzt wissen Iren. Jetzt kommt das Nächste. Deswegen der. Macht was. Ich bin beschäftigt. Ja, wie gesagt, ich gucke den Kids beim Sparen zu. Und ich gucke mich ein wenig in der Abtei um. Ja, also die Jungs sparen ungefähr noch eine Stunde, bis dann Schluss ist. Und alle gebeten werden, sich fertig zu machen fürs Essen. Das zwar noch ein bisschen dauert, aber ja, die müssen sich auch noch duschen, etc. Doch, man muss ja für alle kochen. Ja, Digga, so läuft das hier in der Abtei. Okay. Was kochst du? Raviolis aus der Nee, Dose. ich mache für Pellkartoffeln. alle, ich mach für alle Chili con Tofu und selbstgemachtes frisches Brot. Also wenn du jetzt noch Brot machst, dann müssen wir jetzt aber noch, dann kann das Essen noch eine Weile warten. Brot dauert nicht lange. Hey, Naja. Digga. Alter, du musst ja einfach mal geben. Ich hab Kochen 2. Und heben, vergiss heben Und nicht. heben. Ja, heb mal das Brot. Ich heb das Brot. Und dann Heb merke, das Brot. Moment. Heb das Brot. Damit wird das ja gar nicht warm. Ja, also Chili con Tofu für alle. Und Brot. Und ja, Guck mal. ich gebe mein Bestes. Sehr gut. Ja, Ben, das, was er beschrieben hat, findest du auch dementsprechend. Sehe ich irgendwas, was mein Interesse weckt? Den Weinkeller. Ja, es gibt auch einen Weinkeller. Ich werde Der ist aber mich. abgeschlossen. Moment. Grund, aber kein Hindernis. Moment. Moment. Kommt jetzt noch was, oder? Das ist nicht mein Moment. Batman-Becher. Moment. Ich dachte, ich hätte irgendwie. Ich dachte, ich hätte so Schlösser knacken. Aber scheinbar nicht. Ich habe Also nur. Mechanik? Nee, ich habe Heimlichkeit, aber das ist ja Nee. Schleichen und so. Was habe ich denn sonst noch? Nee, leider Also nichts, für was das dieses. Schloss bräuchtest du Mechanik. Also bauen, reparieren, irgendwas. Bauen, reparieren, bestenfalls Schlösser. Es ist kein elektrisches Ich habe Schloss, nur also mit. Biotech. Elektronik habe ich, aber das ist ja Ja, aber beides es ist nicht. halt kein elektrisches Schloss, deswegen. Ja. Naja. Dann warte ich mal aufs Essen. Nachdem er eine halbe Stunde versucht hat, rauszukriegen, ob es ein elektronisches oder ein mechanisches Schloss ist, geht er sehr enttäuscht in den gemeinsam in den großen Esssaal und setzt sich irgendwo leicht frustriert und poutend hin. Schmollend, genau, das war das deutsche Wort. Ich komme irgendwann dazu und setz mich daneben. Ja, nach einer Zeit Was treffen auch die schmollst denn du anderen so? ein.
Ich wollte gerade Interaktion und so Achso, machen, ja so für klar, komm. Charakterentwicklung und so. Was schmollst denn du so? Ich möchte nicht drüber reden. Du hast den Weinkeller gefunden. Fantastisch. Und bist nicht reingekommen. Möglicherweise. Verstehe. Ich sag's dir, diese Mönche, die brauen immer ein Zeug, das ist. Beziehungsweise destillieren, denn Wein destilliert man. Gut genug der Interaktion. Okay! On with the plot! Moment, warum haben die eigentlich einen Weinkeller und Dommel ist hier so der Öko-Fuzzi-Dude, der die ganze Zeit nur Tee trinkt? Was soll das denn? Weil Domme speziell ist, also Lasko meine ich. Also das war jetzt auch No nicht judging. gegeben, ne? Ich habe mich jetzt nicht durch den Raum Was ich nicht über eine geschrien. Person Was soll beschwert, das die es eigentlich eigentlich, die hier? keiner kennt. Wer ist eigentlich dieser Domme? Wer bist du und was machst du in meiner Show? So. Ja, nach einer Zeit kommen die anderen rein, setzen sich hin. Größtenteils halt recht junge Burschen. Immer irgendwas zwischen 16 und ich sag mal 30. Du hast es mit jungen, gut durchtrainierten Burschen, oder Bartosch? Wer nicht? Ihr könnt jetzt nicht sehen, wie ich die Augenbrauen hochziehe und wieder runterfallen lasse und so, ne? Das ist richtig. Das können wir nicht. Eigentlich müssen wir wirklich anfangen, irgendwie mit Videochat das einzubauen. Weil immer, Oh, das kommt in der nächsten Story ne, weil immer, wenn ich telefoniere, halte ich halt wirklich meine Hand an die Ohren, so als würde ich ein Telefon in der Hand halten. Und ich gestikuliere immer mit, als könnte Ja. das irgendjemand sehen. Keine Sorge, das wird kommen. Okay. Es wird so ein bisschen Umbauarbeiten geben. Und ja, nach einer Zeit kommt Domme mit einem kleinen Trupp anderer Jungens rein und verteilt das Essen. Und er bricht das Brot. Oh mein Gott, ich bin Jesus. Tja, ist hier so ein bisschen idyllischer als in der Großstadt, was? Ja, hier bin ich groß geworden. Das erklärt das eine oder andere. Ja. Ja, ich dachte, dass sowas kommen würde. Deine Behütetheit und so. Ja, ich weiß, was du meinst. Hier sagt der Fuchs noch dem Igel gute Nacht. Ohne dass dabei Hunde zu Schaden kommen, das stimmt. Hier beschwert sich der Igel beim Fuchs noch über Ruhestörung. Füchse sind gar keine Rudeltiere. Ja, lasst es euch schmecken, Jungs. Ich hätte gerne, ich hätte gerne, dass irgendwer würfelt, ob das Essen gut ist. Am besten Domme, denn der, ja, hat ja den Skill kochen. Okay. Was muss ich tun? Wie viel hast du auf Kochen? Zwei, dann Zwei. würfeln mit zwei Würfeln. Okay. Kannst auch gerne deinen Kampfpool dazu nehmen, wenn du richtig viel Schweiß und Blut reingesteckt hast. Wie war das nochmal? Kampfpool Anzahl an Würfeln. Aber So viel, wie du wenn ich aufs. einen davon nehme, dann kann ich ihn nicht mehr benutzen, oder wie ist das? Doch, den kannst du benutzen. Die laden sich in der nächsten Kampfrunde wieder auf, aber. Ne? Ja, okay, also wenn ich jetzt alle benutze, dann habe ich die aber in der nächsten Kampfrunde wieder. Ja, Ja, klar. dann würfel ich mit neuen Würfeln, hallo? Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 1, 3, 9, 15, 19, 23, 25, 29, 33. Gut, wir machen es jetzt nach D&D-Regeln und nehmen die gesamte Würfelzahl 33. Ja, das ist geiles Essen. Om nom 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 nom. Was fühle ich, als ich es esse? Bitte bildlich beschreiben. Eine orgasmische Geschmacksexplosion, die deinen gesamten Mundraum fühlen lässt, wie die Behütetheit des Schoßes deiner Mutter. Du kannst nicht anders und musst weinen. Das Essen erinnert dich an deine tote Mutter, die in deinen Armen gestorben ist, blutüberströmt. Viel Spaß. Nein, das meinte ich nicht. Zu spät. Da habe ich danach nicht gekotzt. Die Behütetheit des Schoßes der Mutter. Nicht der Schoß, nicht, nee. Nein. Nicht die verwesende Leiche. Was? Das habe ich nicht gesagt.
Das Chili con Carne schmeckt nach meiner Mutter. Ah, leckeres Essen habe ich da gemacht. Nom, nom, nom. Ja, so ist das. Ein einfaches Leben hier im, auf dem Land. Vielleicht wäre das auch was für uns. Nein. Nichts für ungut, Derek, aber nein. Derek schaut Noah verträumt an. Hey, vielleicht wäre das was für uns. Sollen wir endlich ein gemeinsames Haus bauen? Und kleine No-Nos machen? Kleine No-Nos? Das ist ein Yes-Yes zu diesem No-No. Ah, fantastisch. Ja, also nach dem Essen helfe ich abzuräumen. Und wenn sonst nichts geplant ist, würde ich für den Rest... Sag mal, der Schlüssel für den Weinkeller. Da musst du Cornelius fragen. Das ist nicht... Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Und ja, ich würde dann mit Pat in den Hof gehen und trainieren, solange wir noch Zeit haben und sowas. Und ein bisschen reminiscen und sowas. Kein Problem. Ich schaue mir mal die Umgebung des Klosters an. Wiesen. Irgendwas sonst so. Du siehst, es ist halt auf dem Hügel. Insofern siehst du halt drumherum am Horizont überall Städte. Lichter, ganz viele davon. Okay. Penny? Ich such mir mal, also ich schaue mich mal um. Wurde uns irgendein Zimmer oder so zugeteilt? Ja, es gibt Gästezimmer. Ja. Ja, dann suche ich mir ein leeres Gästezimmer und check da mal in Ruhe den Online-Kram und vielleicht meditiere ich da eine Runde. Also dort ist kein PC. Also wenn du irgendwas im Internet nachschauen willst, dann musst du ins PC-Labor. Ach so, okay. Dann gehe ich ins PC-Labor. Gut, du siehst halt aufgereiht ungefähr 30 Monitore. So wie es aussieht, alles sehr, sehr teuer und auf dem neuesten Stand der Technik. Ich scheine hier gut zu verdienen für ein Kloster. Ich nehme mal an einem Platz. Okay, klar. Und mach meinen Internetkram. Okay, du machst deinen Internetkram. Erstmal über meinem Blog schreiben. Die Fans sind gierig. Twitter. Little Pony Fanfic. Im Kloster, YOLO. Domme und Pat, ihr trainiert. Es ist im Vergleich mit dem Training, das man vorhin gesehen hat, nicht mal, ja. Das vorhin wirkt so ein bisschen wie eine Aufwärmrunde. Euer Training ist aber intensiv. Aber wir sind Son Goku und Son Gohan im Raum von Geist und Zeit, Bitch. So ein kleines bisschen, ja. Mit der Ausnahme, dass ihr Wert auf das Wohl des anderen legt. Ganze Abzeit zerstört. ihr trainiert ungefähr eine Stunde, seid danach auch absolut kaputt. Mhm. Ich möchte gerne meine Stärke aufleveln. Okay. Von 4 auf 5, das würde ja dann 10 gutes Karma kosten, nicht wahr? Wenn es so in den Regeln steht? Ja, also das Doppelte... Ich hab nochmal gecheckt, dass du kacken warst. Das Doppelte des angezielten Levels. Also 5 okay. mal 2 wären 10. Wie trage ich das dann in den Dings ein? Also das kommt, dann kommt eine 1 bei Bonus, ne? Ich überlege gerade. Eigentlich, das ist ja kein Bonus, sondern du steigerst deinen Standardwert. Ach stimmt, genau. Die 1 bei Reaktion kommt ja von einer Gabe, ne? Genau. Genau, da hat genau, okay, ja. Also erhöhe ich einfach den Basiswert auf 5. Genau. Ja. Okay. Ist ja jetzt auch, meine ich, das erste Mal, dass du Stärke erhöhst, ne? Ja. Ja. Genau. Und, ja, nach 4 Staffeln darfst du das auch mal. Und beim guten Karma. Warte, ich packe jetzt da, wo die Fragezeichen sind, packe ich jetzt erstmal die 15 hin, dass ich weiß, okay, die sind da und den Rest muss ich dann dazu rechnen.
Okay. Und dann ziehe ich 10 ab, dass ich noch 5 habe. Genau. Okay. Ei, ei. Dann. Stärke 5. Genau. Ist kein Problem. Ich bin sehr stark jetzt. Genau, höher als 6 geht gar nicht, ne? Höher als 6 ohne Boni geht nicht. Ja, also das geht nur, stark. Das geht nur, wenn ich eine besondere Rasse bin oder sowas. Oder eine besondere. Also du hast als Mensch hast du ein Maximum von 6 und Maximum mit Boni von 9. Ah, okay. Mhm. Okay. Und ja. Dementsprechend, du bist auch über die letzten Monate auch muskulöser geworden. Mhm. Oh yeah. Muscle. Ja, also wie gesagt, nach dem Training, keine Ahnung, ich setze mich zur Ruhe, hänge ein bisschen mit den Brüdern ab. Hänge mit den Brüdern ab. Ihr kniffelt. Und ja. Ja, kein Problem. Penny, Ben, wollt ihr noch irgendwas machen? Ich setze mich draußen auf die Wiese und trinke meinen Wein, den ich offensichtlich mitgebracht habe. Ich dachte, du wolltest Cornelius fragen, ob du den Weinkeller darfst. Ich habe Angst vor ihm. Cornelius bringt Derek mit einem Blick um. Er wirft die Maus im Fenster. Gut, Penny? Ja, ist online irgendwas Sinnvolles? Also irgendwas Interessantes? Ich weiß nicht, wonach suchst du? Ich check erstmal E-Mails und versuch dann einfach mal spaßeshalber was über die rote Hand und die Prophetin der roten Hand rauszubekommen. Beziehungsweise, warte mal. Ich versuche was über Shiva rauszubekommen. Über was? Shiva. Nicht die Göttin, sondern die Dreadlocks-Elfin, die mit unserem, die mit unserer Hipster-Schwuchtel abgehangen hat. Okay, du erinnerst dich nicht an Shiva. Dann versuche ich nichts über Shiva rauszubekommen. Alles also du kannst mich gerne nochmal aufklären. Die Hipster-Schwuchtel. Schau doch einfach kurz in die Plüschgranate-Wiki. Die saß mit dem Typen, den wir beschatten sollten, saß die eine ganze Weile im VIP-Bereich vom Desert Rose rum. Oh Gott, zweite Staffel. Nee, ist okay, wenn du da nichts geplant hast, ist ja in Ordnung. Nee, das hab ich überhaupt nichts zu. Das war einfach so ein Wegwerf-NPC für mich. Tut mir leid. Nee, kein Problem, dann scheiß drauf. Nee, dann versuche ich mal was über die Prophetin der roten Hand rauszubekommen. Okay, gut. Du kriegst von den Computern keinen Zugang zum Shadow Web. Ah! Okay. Das ist gesperrt, ziemlich offensichtlich gesperrt. Ich versuche es. Wenn du versuchst, ins Shadow Web zu gehen, kommt ein Pop-up, und wo drauf steht, Jesus würde nicht ins Shadow Web gehen. Shadow okay, Web makes das so small sagt, Jesus seine Abtei. Sad. Na gut, jetzt habe ich es gesagt. Ja. Kann bitte das jemand als Fanart machen? Ein Bild von Jesus, der komplett verrickt ist und auf den auf quasi nach vorne zeigt, so Jesus würde, what would Jesus do? Jesus wouldn't go to the Shadow Web. Don't make small Jesus cry. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, und im öffentlichen Raum findest du das, was Dom auch gefunden hat. Ja, das war klar. Nee, okay, dann mache ich mich lang. Und wie spät ist jetzt? War mal später Nachmittag Richtung abends. Ganz blöd, dann mache ich noch, dann trainiere ich noch ein bisschen. Okay, kein Problem. So ein kleines Katar abspulen. So, Ben trinkt Wein. Wir hatten doch mal diese Mail bekommen, die wir rumgeschickt haben. Wegen der roten Hand. Oh Gott. Kann ich das nochmal den Wortlaut haben? Ich hasse dich so sehr, ne? Den habe ich mir nicht aufgeschrieben, den hatte ich mir damals ausgedacht. Keine Ahnung, was da drin stand. Ich glaube, es ging um eine Art Seminar. Guck's im Wiki nach. Seminar. Ja, es gibt Seminare und Vorträge, die da gehalten werden. Ja, vielleicht sollte man sich da einfach mal zu einem einschreiben. Ich bin auf einem Seminar und das schon das ganze Jahr. Ich geh mal. Okay, und tschüss. Und unterbreite meine Idee dem guten Noah. Okay, du findest ihn im Labor. Hey, ich hab eine Idee. Erik? Lass hören. Achso, ich bin im, sorry.
diese Mail bekommen. Mit diesem Rote-Hand-Seminar. Vielleicht sollte man sich da einfach mal unauffällig als Interessierter einschreiben. Ich denke, wir sollten erstmal generell unauffällig bleiben, bis wir morgen das Gespräch hatten. Dann wissen wir mehr und dann können wir auch mehrere Vorschläge machen. Ich meine... Ja, natürlich. Also ich wäre jetzt... Also ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass wir uns da heute Nacht noch irgendwo in ein Seminar setzen. Aber die Idee... Nee, ich... Mal ganz ohne Drag. Es ist ja so, die Leute dort kennen uns. Offensichtlich. Ich glaube nicht, dass wir als Fickrecht und wie noch auch immer der andere Name noch gleich war, da wirklich gut reinkommen. Ich glaube, der bessere... Bitte? Ich bin nicht sicher. Meinst du, die checken irgendwie unsere ID, bevor wir da irgendwie das Seminar besuchen können? Gehe ich von aus, ja. Ich glaube, das nächste Mal mache ich einen Techno-Schaman, der HP Baxter heißt. Und er fährt auf einem Roller. Und er fragt immer, was der Fisch kostet. Er ist Techno-Schamane und Fischhändler. Ja. Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir uns da über den Bohangin selber einschleusen? Immerhin hat der uns einen Job angeboten. Ja, das ist aber sehr... Ich weiß nicht. Ich traue ihm nicht so über den Weg. Nein, das würde ich auch nicht tun. Aber ja, darum geht es ja gar nicht. Ich möchte nicht mehr Zeit mit ihm verbringen als nötig. Und ich glaube, dieses Jobangebot könnte auch ein Versuch gewesen sein, uns in die Scheiße zu reiten. Ja, aber es wäre eine Möglichkeit, uns in die Organisation irgendwie einzuschleusen. Aber wie gesagt, lasst uns da mal abwarten, was morgen bei dem Gespräch bei rumkommt. Dann setze ich mich wieder nach draußen. Vielleicht schlafe ich heute mal unter freiem Sternenhimmel oder so. Es ist warm. Sternenhimmel. Es wird wieder kühler. Also hier im Kloster war es ein bisschen wärmer geworden, aber jetzt gegen Nacht wird es wieder kühler. Ist es so echt kalt oder ist es eher so eine herbstliche Frische im Frühling? Es ist nicht angenehm. Okay, dann hole ich mir eine Decke. Okay. Wir haben einen Lagerraum, wo es Decken gibt. Ja, ich denke mal, er geht einfach in seinen Gästeraum und schnappt sich da die Decke. Ja, wir haben extra Lagerraum, wo Decken sind. Das ist... Gut, sollen wir dann den Tag abschließen? Ja, würde ich sagen. Okay.